Moin und Waldmanns Heil, ich bin wieder in Neumünster bei Reimer Johansen. Neben mir wieder der Helge, grüß dich. Ihr kennt ihn schon aus den anderen Teilen und ihr wisst auch, was es bedeutet. Es wird wieder geschraubt. Die Teile sind zurück vom Beschichten. Ihr habt es gesehen mit Fabio, das lief alles großartig. Und so, wie es jetzt am Ende geworden ist, bin ich einfach schwer begeistert. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Aber nicht lange schnacken. Ich übergebe an den Helge. Er baut jetzt alles zusammen, damit wir dann so schnell wie möglich mit dem ganzen fertigen Setup auf dem Schießstand können. Was machen wir als erstes? Also, erste ist erstmal so ein klein bisschen Reinigung, sag ich mal. Also ganz, ganz leichte Rückstände sind da zum Teil noch drauf. So ein bisschen hier oben können wir das ein bisschen sehen. Ein bisschen Staub und vom Strahlen zum Teil. Der läuft natürlich jetzt nicht mehr so fluffig mit den zusätzlichen Schichten drauf. Genau, weil sowohl natürlich die Verschlusshülse von innen als auch die Kammer von außen beschichtet ist. In dem Fall technisch sogar eher von Vorteil, weil dadurch das Spiel dann eben geringer wird. Mhm. Ist, sagen wir jetzt nicht schlimm, das brauchen wir nicht abtragen oder so, sondern das ist also das ist ja eine matte Beschichtung. Wenn man das unter Mikroskop sieht, sind das quasi so ganz viele kleine Spitzen. Mhm. Und wenn man die einmal glättet, das heißt ein bisschen Öl drauf, Verschluss ein paar Mal rein und raus, dann wird das, kann man auch sehen, das kann man hier schon so ein bisschen sehen, dann wird die Oberfläche ein bisschen blank und dann... Und das passt ja dann final auch zu dem Look, sprich Battle Worn, das ist genau. Die neue, schon abgegriffene Waffe, darf da ja noch ein paar mehr Gebrauchsspuren haben. Genau. Patina. So, das war es eigentlich schon. Mhm. So, jetzt brauchen wir als erstes die Kammer oder den Verschluss erstmal zusammen. Das heißt Schlagbolzen rein, Schlagbolzen Mutter, Schlösschen drauf. Sieht man wieder nicht nur bewusst wie, sondern auch mit dem richtigen Werkzeug. Genau, macht es auf jeden Fall deutlich einfacher und schneller. Ja. Geht auch so, aber das macht es deutlich einfacher. Schon das nächste Werkzeug, was quasi den Schnürsenkel ersetzt. Genau. Das ist also die Feldvariante. Was kommt da drauf? Da kommt ein bisschen Fett einmal drauf, weil das Gewinde beim Öffnen und Schließen drehst du das ja quasi immer so eine Fingerumdrehung hin und her. Und dass da einfach kein Verschleiß entsteht, damit das nicht aufklödert. Ja. Und auch so ein bisschen Korrosionsvorbeugung. Genauso im Schlagbolzen, an der Feder. Da ist ja tatsächlich dann weniger mehr. Ja. Genau. Da wirklich nur so ein Hauch. Mhm. Also bildet sich da so ein Schmodder. Und das wollen wir nicht. Ja. Tatsächlich ist es so, bei einigen neuen Waffen, die erstmal entfette und dann nochmal so dezent nachschmiere, da wo es sein muss. Aber wenn man da in Dänemark in dem feinen Sand liegt, weiß man zu schätzen, wenn nicht zu viel Öl drin ist. Ja, genau. Also es ist zwar so. Sag mal, auf dem staubfreien Schießstand läuft das auch alles schön und da macht eine gute Schmierung auch echt einen großen Unterschied, was den Schlossgang angeht. Aber sobald, wie du sagst, da wirklich Staub und Dreck ist und gerade in Dänemark, das ist, dann klebt und knirscht das alles nach den ersten paar Schuss. Ja. So, jetzt bauen wir den Abzug ein. Für mich ist das erste Mal, dass ich mich bewusst für einen Two-Stage-Trigger entschieden habe. Okay. Bin mal gespannt, wie das für mich funktioniert. Ja, also ich bin da eigentlich eher der Freund von, oder eher im Norden von Druckpunktabzügen, als jetzt von Direktabzug. Sowohl sportlich als auch jagdlich. Mhm. Weil zum einen gibt es dir natürlich Sicherheit, weil du einfach diesen freien Weg vorne hast, wo eben nichts passieren kann. Ja. Und auch vom,
weil sich der Gesamtwiderstand teilt sich ja nochmal in den Vorweg und dadurch ist dann eigentlich der Auslösewiderstand geringer, obwohl du die gleiche Sicherheit dann hast. Mhm. Schussbiss zerflutscht. Ja, genau. Ja, das ist so. Jetzt die Feinheiten hier. Mhm. Genau. So, dann haben wir die Funktion schon mal so weit hergestellt. Mhm. Genauso den Verschlussfang. Das ist bei den Remmingen immer so ein klein bisschen gefriemelt, wenn, gerade wenn man außerhalb der Originalabzüge sich da bewegt, ja. dieses Blech so ein bisschen, ja, das muss man so ein bisschen hin. Genau, aber das Blech wird ja dann ausgelöst durch die ich sag jetzt mal, Schiebeeinheit am Abzug selber. Genau. Und das muss dann aufeinander ja wieder eingestimmt. Man sieht da diverse Leute dann mit der Spitzzange dran rumfummeln, genau, bis das alles passt. Genau, weil die sich sonst ein bisschen verkeilen, dann bleibt es hängen oder geht nicht hoch genug oder nicht weit genug runter. Ja. Jetzt sind wir bei 340 Gramm. Mhm. Musst du luftig? Ja, je nachdem, wie du es haben möchtest. Muss ich einmal selber fühlen, ja, wie sich genau bei dem die 340 Gramm anfühlen. Also so ist das immer nicht so aussagekräftig. Nee, das sage ich auch jedem, wenn ich nicht... Aber es geht. Also ich habe andere Abzüge, sind auf 900 Gramm, die fühlen sich leichter an als... Ja. Finde ich auch. Also ich finde es auch so lassen. Ja. Zumal das ja eine Waffe ist, wo du eher stationär im Linien. Ich kann sagen, das ist ja keine, mit der ich jetzt rumrenne, nee, und dann Dynamic Long Range schieße. Genau. So eine Oberarme habe ich dann doch nicht. Nee, genau. Ja, lass uns das so lassen. Ja. Also kommt ja auch super trocken, super, ja, also perfekt, würde ich nichts dran einstellen. Kein Kriechen, kein Kratzen, auch der Vorweg schön sauber definiert. Ja. Ja. Nö, das lassen wir so. So, das Chassis ist soweit ja schon zusammen. Mhm, habe ich mir extra Mühe gegeben und das schon mal zusammengeschraubt. Genau. Das heißt, das brauchen wir auch nur noch dran schrauben jetzt. Einmal gucken, ob wir da irgendwo noch irgendwelche Reste auf den Auflageflächen haben. Ein bisschen auch nochmal schön sauber machen vorher das Ganze. Einmal schön entfetten die Flächen, die nachher im Chassis anliegen. Genauso den Stollen, dass da wirklich kein Dreck, kein Staub, kein Fett mehr dran ist. Oder einen idealen Drehmoment für die Systemschrauben bei der Remington? Ja, also, ja, was heißt ideal? Also MDT gibt zum Beispiel an 60 bis 65 Inchlips. Mhm. Das sind so knapp unter 7 Millimeter. Ja. Das Drehmoment hat sogar nachher einen Einfluss auf das Schwingungsverhalten. Das heißt, da kann man sogar noch ein bisschen mit rumspielen, mit unterschiedlichen Anzugsdrehmomenten. Und damit sogar die Streukreise ein bisschen verändern. Ich mache es immer so, dass ich die hintere nicht ganz so festziehe, die vordere so mit 65, die hinten 55, 60, einen kleinen Ticken weniger, weil da ist die Gewindelänge, gerade bei den Remington-Systemen, ist da nicht so viel. Das sind immer so 2,5 Gänge. Ja. Und deswegen ziehe ich die nicht ganz so doll fest. Mhm. Hängt, wie gesagt, immer vom System ab. Aber wir haben da schon ein richtiges Biest erschaffen. Ja.
So, verheiratet. Genau, verheiratet. Die Hochzeit. Ich bin selbst ein bisschen beeindruckt. Ja. Bin so, ehrlich gesagt bin ich froh, dass es mit dem ursprünglichen Schaft und dem anderen Schaft dann beides nichts wurde. Ich finde die Kombination auch sehr stimmig. Ja. Also zum einen, ich mag die Griffe auch. Gerade die Variante, die du jetzt hast hier, die ist vor allem noch schön verstellbar, sowohl in der Länge als auch Neigung. Und auch die Haptik gefällt mir. Ja. Und vor allen Dingen in dem Fall auch der lange Vorderschaft, ja. Das ist natürlich schön. Genau. Dass du wirklich das Zweibein möglichst weit nach vorne sitzen kannst. Gerade mit dem fetten Lauf, da hast du natürlich das ziemlich kopflastig natürlich. Wasserwaage heißt, wir gehen jetzt ans Montieren der Mündungsbremse. Genau, Mündungsbremse einmal ausrichten. Dann, wenn wir uns das so eingespannt haben, dann können wir noch einmal kontrollieren, wie die Ziefernrohrringe sitzen und die Fluchtung auch passt. Da können wir zumindest so, sagen wir, hier in der Werkstatt schon mal testen. Ja. Dadurch, dass die Schiene runter war, selbst wenn du es auf der gleichen Waffe hattest, heißt ja nicht, dass es die Fluchtung wieder hundertprozentig die gleiche ist. Und das ist gerade im Long-Range-Bereich ist es auch wichtig, dass dein Absehen auch wirklich dann zu einer, wenn du dann eine Libelle hast, doch so unten in den Ring, dass dein Absehen auch wirklich die senkrechte 90 Grad dann eben zu deiner Libelle ist. Tatsächlich war das Zielfernrohr jetzt auch auf einer anderen Waffe montiert, also insofern müssen wir den Schritt auf alle Fälle mal gehen. Genau, zumindest kontrollieren. Also. Mündungsgewinde natürlich auch wieder einmal ein bisschen oder möglichst sauber und fettfrei, dann auch wieder Fett drauf. Das ist auch einfach nur, dass du sie auch wieder runter bekommst. Ja. Ja, weil sonst brennt sie dir da quasi fest. Wahrscheinlich haben wir jetzt durch die zusätzlichen Lack oder durch die zusätzliche Cerakot-Beschichtung jetzt genau die Lücke geschlossen, die vorher so dieses Haar, was da noch zwischenpasste. Nee, das habe ich noch in deiner Abwesenheit gemacht. Ah, okay. Ich störe mich so, das ist so der innere Monk, der dann. Ich habe den nur draufgeschraubt und gedacht, ich kriege sie nicht ganz gerade. Das ist genau der Tick, den wir jetzt noch brauchen zum Anziehen. Ja, genau. Also vorher war der Spalt quasi noch größer, dann war sie drüber. Dann habe ich sie so nachgesetzt, dass sie quasi noch einen Hauch drüber ging. Ja. Und das ist immer genau das, was die Beschichtung da macht. Hast du das Gewinde nachgeschnitten oder was hast du? Die Anlageflächen. Die Anlageflächen. Die Anlage. Ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Technisch hat es keine Relevanz, aber du hast da zum einen, sammelt sich da so der Dreck nachher. Genau. Ja, und ich habe tatsächlich auch drauf geguckt, auch als ich das Video damals geschnitten habe, ich gedacht. Es ist eigentlich egal, aber irgendwie. Ja, genau das ist es. Das ist so dieses eine, guckt man dann doch immer drauf. Das ist so die eine Fliese hinter der Tür, die schief sitzt, die keiner sieht, aber wo genau. Aber man weiß es selber. Man weiß es. Das ist ja das Problem. Aber das finde ich halt auch so cool bei dir, dass du einfach auch da genauso ein Psycho bist wie ich. Ja. Und dann einfach, also ich finde, das macht dann auch die Qualitätsarbeit aus. Das ist einfach. Dann nicht zu sagen, das passt schon oder das sieht er eh nicht. Genau. Sondern das, wie gesagt, mich stört es und dann stört es häufig den Kunden auch. Genauso. Ja, genau. Es wird später noch eine Recknagelmontage kommen mit einstellbarer Vorneigung. Ja, das ist auf jeden Fall zweckmäßig. Also hast du natürlich nur die 20 Moa von der Schiene. Hast natürlich 120 durch das Tiefenrohr schon mal, aber. Ja. Haben ist da besser als brauchen. Haben ist da besser als brauchen, das habe ich mir auch gedacht. Und das möglichst viel benutzen kannst von dem. Eben, und das ist jetzt, wie soll man sagen, dann am letzten Ende nochmal so die Nuance, die man dann auch noch mitnehmen kann. Genau. Ja, nicht hundertprozentig. Nee, ne? Nee. Aber da du dir nochmal ummontieren willst. Also das ist jetzt nicht so aussagekräftig, das über einen Turm zu machen.
Entscheidend ist natürlich nachher, wenn du dann, sag mal, dir dein Lot da in den Garten hängst oder mit genau. Crosslinienlaser oder wie auch immer. Genau, hätte ich auch gesagt, den Schritt kürzen wir jetzt ab fürs genau. erste Einschießen und ja. so weiter. Reicht es fürs Ladung entwickeln, reicht es allemal. Genau, das ist nur so viel, dass es nicht schlecht wird, wenn du das guckst. genau. Ja. Und die finales Ausrichten kommt dann, wenn die finale Montage da ist. Genau. Den Lauf zum Schluss mal sauber. Mhm. Man nur, falls da noch irgendwas drin sein sollte, wollen wir natürlich nicht gerade bei den allerersten Schüssen, dass das da mit durchfliegt. Ja, gut. Das war's eigentlich schon. Das war's eigentlich schon. Genau. Alles andere. Mega. Andere. Ab auf den Schießstand. Ab auf den Schießstand. Das Schmuckstück ist fertig. Helge, das hast du, wie nicht anders zu erwarten, großartig gemacht. Lass uns noch mal kurz durch ein paar Details gehen, weil ein paar Sachen sind passiert, als ich nicht dabei war mit der Kamera. Das war genau. Zum einen, hast du hier bei der Zuführung was gemacht? Genau. Original Remington 700 ist ja sag mal, für ein Klappdeckel-Magazin gedacht. So war es bei deiner ja auch ursprünglich. Genau. Das heißt, diesen originalen, so ein Aluguss ist das und... deswegen sind die Magazinlippen oder die Unterseite von dem System so ausgearbeitet, dass sie eigentlich für diese Zickzackführung aus diesem Blechkasten gedacht ist. Mhm. Jetzt haben wir ja ein Chassis montiert und damit eben auch eine Magazinzuführung. Das heißt, einreihig kommen die Patronen nach oben. Und dadurch ist diese Unterform, sag ich mal, unten eigentlich überflüssig. Die hat bloß dann in der Verbindung so ein bisschen das Problem, dass sie da so ein bisschen Störung verursacht bei dem anderen Kaliber jetzt. Okay. Da habe ich die Rampe noch so ein bisschen nachgearbeitet, ist wirklich nicht viel, aber es sind so Kleinigkeiten, wo du ja dann, es funktioniert schon, nur du machst dir beim Zuführen, beim Reinrepetieren, machst du dir so kleine Macken in die Hülse quasi rein. Genau. Kriegt vorne in der Schulter, kriegt die so Dellen dann. Das habe ich noch nachgearbeitet. Dann habe ich die Rampe noch einen Hauch gekürzt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Magazin, die Vorderkante, dass die nicht unter der Rampe quasi unterstehen darf. Ja, okay. Na, weil sonst besteht die Gefahr, die Patronen fliegen im Schuss nach vorne. Bleiben drunter hängen. Genau, ja. Und bleibt dann, da hängt sich vorne die Spitze dran auf und dann führt sie nicht mehr zu. Dann haust du dann im schlechtesten Fall noch gegen, weil du es nicht merkst. Und dann weil wir im Grunde jetzt nicht nur das Standard Long Action Magazin haben, sondern das mit der Überlänge. Ne? Genau, das ist wirklich das Längste, was man da reinkriegt. Ja. Dann habe ich noch gemacht, das Timing vom Schlagbolzen oder vom Schloss nennt sich das, dass es einfach weicher läuft. Du kannst jetzt wirklich bis komplett nach vorne und mit einem Finger auf und zu machen. Na, das ist original, ist da quasi so ein, ja, das ist sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen ein deutlich größerer Widerstand. Das ist einfach ein praktischer Grund, dass sie nicht versehentlich öffnest. Ja. Aber jetzt ist es wirklich so, dass du im Liegen, ohne den Körper großartig bewegen zu müssen, ganz weich repetieren kannst. Das ist wirklich das Feeling, was man sonst von den Defiant-Systemen oder so hat. Genau, die machen es quasi ab Werk so. Ja. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied dann. Eine kleine Änderung gab es noch. Genau, den Kammerstängel noch. Den Kammerstängel, genau. Da ist jetzt der größere Griff drauf. Das ist aber einfache Arbeit. Ne? Da hast du wahrscheinlich eine, ich sag jetzt mal, eine Spannzange oder ähnliches, wo du genau diesen Kammerstängel einspannen kannst und dann... Genau, also nur der Griff natürlich, der Kammerstängel an sich ist der gleiche geblieben. Genau. Ich habe hinten einmal die Kugel quasi, die ist da drunter, nur eben nur noch in Gewindeform quasi in der Mitte. Einmal da habe ich mir so einen Fräser für gemacht, dass da so ein zylindrisches Stück von übrig bleibt, Gewinde draufgeschnitten und dann kannst du den da draufschrauben. Okay, ansonsten wart ihr bei allen anderen Arbeitsschritten dabei. Genau. Und wir gehen jetzt auf den Schießstand, oder? Ja. Helge, vielen Dank. Gerne. Und euch alles Gute, bis gleich im nächsten Video beim Einschießen.